Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 68 von Dwarf Fortress mit dem Frohwurst Grafikpack und dem Therapist. Ja, ganz kurzes Video im Endeffekt nur. Ich bin ein bisschen krank, habe eine Erkältung und kann deswegen hier so gut wie gar nicht aufnehmen, weil ich ewig husten muss. Und ja, wie ist es? Bringt es eigentlich gar nicht. Ich lasse mal gerade hier ein bisschen laufen. Kurz nur rein, den hatte letztens die Dingens angefangen hier mit seinem Meisterstück. Hier hat mein Händler, das hat auch geklappt. Ich werde jetzt ein bisschen gucken, was wir machen können oder auch nicht. Hier oben lag irgendwas Gammeliges rum. Das müsste rausgebracht werden. Ich zügel mich mal so. Wenn mal der Ton zwischendurch weg ist, dann habe ich es wahrscheinlich ausgeschaltet, damit ich dann ordentlich husten kann. So, jetzt ist hier eine Battle Axe, eine Foxbone Battle Axe da rausgekommen. Okay, das hat er jetzt fertig gemacht. Wunderbar. Weiter geht's. Spiel ist in Pause. Und er ist glücklich und zufrieden. So, gut. Ja. Hier unten haben wir noch Lager erweitert, glaube ich, ne? Und wir haben hier noch genug Sachen mit Grabsteinen zu machen. Wollen wir mal gucken, ob wir da irgendwo hinkommen. Ja, da sind noch welche. Ich weiß gar nicht, ob wir noch welche haben. Die Dingens hauen ab, die Händler. Jetzt sind wir mal Bild. Und kleines N war das, ne? Ja. Blockt. Okay, dann haben wir noch ein paar Särge. Oh, fünf Stück, das ist ja schön. So, dann in die andere Reihe hier. Den letzten. Gut, dann sollten wieder welche raus von draußen. Ups, das war ein Tacken zu viel. In die 1 rein. So, hier sollten dann gleich auch welche verschwinden. Aufträge gibt es dafür halt noch genug, denke ich. Das war auch unten irgendwo, ne? Wo ist denn jetzt unser. Hier ist unsere Produktionsstätte für Särge, ne? Coffins. Da, Construct Coffins und hier Doors. Können wir gerade noch gucken, ob wir noch Türen haben. Ah, da oben können noch wenn welche hin. Oder einer auf jeden Fall. Bild. Door. Aha, das geht also auch. Ah ne, da ist eine Tür, sehe ich gerade. Stand wohl gerade einer drauf. Aber wir haben Türen. Und hier sind, glaube ich, alles Türen da. Ne? Da unten gibt es keine mehr. Okay. Gucken wir mal, wo hier noch welche fehlen. Da fehlen keine, so wie es ausschaut. Und da auch nicht. Aber hier fehlen bestimmt welche, oder? Ne, da waren wir gerade. So, hier fehlen auf jeden Fall Türen. Da. Oh, da haben wir 10 Stück fast. Dann machen wir die da schnell hin. Da sind jetzt alle welche. Vier Stück noch. So, das waren sie. Okay, haben wir das geschafft? Oh, hier vorne gibt es viel auszuhöhlen. Das sieht doch gut aus. Da können wir dann eine richtig schöne Farm machen. Dann dicken wir da doch noch, oder? Ich glaube, bis da können wir machen, ne? Ja. Den oberen Bereich können wir genauso machen. Es wird eine Riesenhalle, aber egal. Machen wir trotzdem, ne? Ich glaube, hier kann ich noch vorbei. Bis dahin. Okay. Wunderbar. Gut, dann haben wir da auch wieder ein Stück. Da vorne ist immer noch irgendwas am Stinken im Eingangsbereich. Das hat noch keiner weggebracht. Sehe jetzt auch nicht, ob da unten irgendwo einer mal gerade einen wegbringt. Da wird gerade was Rotes rausgebracht. Schwierig, ne? Da unten ist jetzt auch was gemacht worden, aber das hat uns jetzt auch nicht so viel gebracht da. Ich glaube, wir haben schon die nächste Stelle, wo unsere Farmen unterkommen dann da oben. Das ist ja viel weiter. Können wir das hier unten eigentlich aufgeben? Gut, das ist soweit erstmal gut.
Gucken wir weiter höher. Hier hatten wir die Zimmer alle. Vielleicht sollten wir da auch noch was in Auftrag geben, aber hier wird jetzt schon weitergearbeitet, ne? Und warum läuft der Dritte da rein? Was kontrolliert der da? Das ist doch unser Record Keeper, oder? Komisch. Aber naja. Jetzt behindern sich die beiden beim Arbeiten wahrscheinlich. Aber klappt schon, ne? Gut. Komm, wir machen das nochmal hier. Bis dahin? Ne, der kann sogar bis dahin. Da nicht. Da. Und da geht, glaube. Und bis dahin geht auch. Gut, lassen wir so. Gucken, wann er das macht. Hat man nicht hier irgendwie so einen wichtigen Job? Ach, Smelter war das. Ah, da ist auch einer schon bei. Gucken wir dann mal gerade rein. Ob da auch was passiert. Der war hier, der Smelter, oder? Ist aber keiner da. Da unten holt einer was. Bringt das nach oben. Ah, das war ein Stein wohl. Da räumt einer noch Steine auf. Auch gut. Oder Steinlager können wir noch vergrößern, ne? Heben wir hier noch ein bisschen aus, denke ich. Machen wir erstmal bis da. Und bis da erstmal hin. Dann haben wir einen Doppelgang da. Und das gleiche können wir bis da machen. Dann haben wir da schon mal verbreitert. Können sich zwei schon mal begegnen. Und hier unten sollten wir das Lager dann auch noch vergrößern, ne? Das würde bedeuten hier. Bis dahin. Da. Bis dahin, ne? Hier. Das machen wir bis da. Und bis da. Dann ist da ein Türeingang. Ich glaube, das passt dann. So. Gut, dann ist da auch was zu tun. So, er schafft ordentlich Steine rüber. Und da oben wird schon die Ecke wieder angegraben. Ist da auch schon mal gut. Der hat da jetzt einen Stein hingelegt. Auch gut. Der räumt weiter auf. Ja, jetzt ist die Frage, wie die Türen da sitzen. Gucken wir mal gerade. Sind das 10er Abstände, die da sind? Also so. Na, da passt es dann nicht, ne? 1, 2, 3, 4. Das würde bedeuten 1, 2, 3, 4. Müsste da eine Tür hin. 5 sind es bis zur Wand. Oder bis zu der Tür, die da kommen wird, genau. So. Und hier sind es jeweils von. Ne, das war jetzt verkehrt. Müssen wir gleich löschen. Da muss ich einen runterspringen, einen weiter und da kommt eine Tür hin. Dann passt's, glaub. So, wieder hoch. Und wir können da raus und laufen lassen, damit es weitergeht. Das ist schon mal, denke ich, wieder positiv. Okay. Ah. Der Dingens ist nicht besetzt. Hier der Getränkeshop. Ist aber noch aktiv. Vielleicht schläft er auch gerade. Kann auch sein. Gucken wir mal weiter. Carpenters. Was sollte der denn noch basteln? Weiß ich auch nicht mehr. Türen? Betten kann der erstmal machen, ne? Oh, das war falsch. C, Cancel. Lass mal 10 Betten noch machen, weil ich glaube,
können wir noch gebrauchen. Okay, wird das hier weniger? Ich glaube nicht, ne? Denn da schon welche... Ah, wir müssen die noch freigeben zum Beerdigen. So. Da liegt schon einer. Und auf geht's. Und ich glaube, da waren auch noch vier oder so, ne? Und da ist schon jemand drin. Gut, dann haben wir das. Auf Stufe 1 und raus aus dem Menü. Da müssten sie eigentlich jetzt loslaufen und da Leute hinbringen, ne? Die Karawanen ziehen gerade ab. Ist auch gut so. Und dann müssen wir hier runtergehen und Leichname holen. Und das passiert, glaube ich, auch gerade. Das ist doch wunderbar. So, dann beerdigen wir die. Das hat dann auch seine Vorteile, glaube ich, ne? Gut, drei liegen da noch. Da unten sehe ich jetzt keinen mehr, nur noch da oben sehe ich vier, fünf, sechs. Aber es kann auch sein, dass nicht genug zum Holen da waren. Müssen wir mal schauen, ne? Okay. Da ist ein Baby geboren. Ist im Hospital, ist klar. Da muss es ja auch sein, ne? Holen da noch welche was? Ich glaube nicht, ne? Holztüren, Betten werden gebaut. Es werden auch Betten abtransportiert. Ach so, bestimmt ins Lager. Klar, ins Lager. Haben wir doch bestimmt. Lager ist auf 4. Und nur gucken, wo die Lager dafür sind, ne? Hier oben irgendwo, ja. Und da sind reichlich Betten schon drin, ne? Okay, dann sollten wir... Coffins liegen da auch noch drin, ne? Das heißt, wir können noch mehr bauen, ne? Okay. Jetzt haben wir den falschen Knopf gedrückt. Jetzt müssen wir erst wieder ausrichten, ne? Vier haben wir noch. Wir können hier auch von oben anfangen, oder? Need Coffin, da sind sie jetzt alle. Okay. Dann kann das auch weiterlaufen. Da werden auch gerade noch welche beerdigt. Noch immer noch vier oder fünf, ne? Ja. Naja, okay. Aber dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.